Wer ist mein kleines Schaf? Wer ist mein kleines Schaf? Oh, ich bin's, Gary. Oh, Gary, mein kleines Schaf. Na, wie geht's dir? Alles fit im Schritt? Vielleicht. Gary, bleib hier. Gary? Gary! Build and Talk, Season 2. Sitzi! Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, frischen, fruchtigen Folge Minecraft Build and Talk. Folge Nummer 8. Unglaublich. 8. In Schräglage wäre es unendlich. Ist das ein Zeichen oder ist es purer Zufall? Nun ja, ich habe hier was entdeckt. Ich habe hier einen wunderschönen, spektakulär aussehenden Wasserfall gefunden. A beautiful piece of landscape right here in the mountains. Und wow. Das sieht schon irgendwie cool aus und ich glaube, hier wird definitiv irgendwas entstehen. Ich weiß noch nicht, was hier entstehen wird, aber schon mal anteasern, das hier wird auf jeden Fall the next spot where we moving and building right there. But, look at my butt. No, please don't. Wir werden hier erstmal weiterbauen. Ich hoffe, wir werden es heute fertig machen. Das wunderbare Mountain House. Mittlerweile tatsächlich mit diesem Part eingeschlossen. Knackige 7 Parts an diesem Mountain House bauen wir schon. Und ja, wieder das wie gesagt. Sehr cool. Auf jeden Fall, letzte Episode. Ja, die Treppe hier gebaut. Den Eingang. Und ja, den Down-Thingy. Ja, werden wir mal sehen, was wir hier genau hinbauen werden. Also was heißt, ich weiß es schon, wir werden hier auf jeden Fall ein Bedroom hinbauen und dann muss man gucken, was dann hier noch hinkommt. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstes hier mal einen Wassereimer mir gönnen. Und dann werden wir schauen, vielleicht sogar Lava. Weiß ich noch nicht, ob wir Lava nehmen, aber auf jeden Fall einen Wassereimer. Denn ich möchte hier einen Wasserfall haben. Ja, ich möchte einen Wasserfall haben, der so dramatisch wunderschön, aber auch zugleich hinunterfließt. Ist das too much? Nee. Nee, ist nicht too much, oder Leute? Schreibt in die Comments genau jetzt, ob es too much ist. So, okay. Just playing around, you know. So ein bisschen Grünzeug hätte ich hier gerne. So ein bisschen randommäßig rumflappen, weil ich finde, das sieht dann doch etwas schöner aus, auch wenn man es kaum erkennt. Ah, da kann man ja was machen, denn es gibt ja, Achtung, jetzt kommt's, Glowstones, ja? Es gibt Glowstones und die sind dafür da, einfach, ja, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ich finde, das kann man ganz gut mit den Glowstones machen, auf jeden Fall. Kann man hier unten noch einen hin, so, ja, ich glaube, das ist ganz nett, das ist ganz nett. Nochmal hier so, ja, I think it's pretty amazing right there. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? Ich finde, das sieht ganz knackig aus. Ist jetzt nicht too much, nicht too crazy, aber hat auf jeden Fall seinen Style, sag ich mal. Seinen Style. Ich würde dennoch gerne hier irgendwie ein Peace Lava hinbauen, aber es wird dann hier vertrocknen. Teasern wir einfach hier ein bisschen Lava an und ja, freuen uns, dass da Lava ist. Okay. Habe ich hier eigentlich irgendwo Holz benutzt? Also hier oben, ja gut, aber das ist, glaube ich, weit genug weg. Ja. Ja, egal. Okay, ich denke, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. So ein bisschen overtreamen und mein Busch brennt. Das ist verdammt schlecht. Ich glaube, ich lasse es einfach. Ja, ich glaube, ich lasse das einfach. So. Schön, okay. Auf jeden Fall. In der letzten Episode habe ich ein bisschen über den ja, Klimawandel, beziehungsweise vielmehr über den Energiewandel, da schon geredet, etwas derp, aber ich habe darüber geredet. Und ja, heutiges Talkthema noch nicht definiert. Also, jetzt könnt ihr noch in die Comments schreiben, was ich ja, für ein Talkthema mir aussuchen soll. Ich überlege gerade etwas. Haben wir? Nee, haben wir nicht, oder? Ich muss mal kurz was austesten. Apropos, austesten. Wo ist denn hier der coole
Der wunderschöne, coole Dingensblock. Wartet. Wo ist er denn? Bist du es? Nee, klar. Ja, hier ist er. Block of Charcoal. Der sieht mega episch aus in Flows HD. Sofern man etwas Licht hätte, was ich definitiv habe. In ein paar... ja, Minütchen. Einmal so hier hinsetzen. Dann einmal so. Ach, verdammt, so. Und zack. Ja, ich glaube, ich fände es cooler, wenn das so in der Mitte wäre. Das würde so ein bisschen das Ding quasi aufbrechen. Wäre auch ein nettes Design-Feature auf jeden Fall. So. Ja, ich glaube, das sieht doch mehr als erotisch aus, oder Leute? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob das erotisch ist. Wird eh niemand machen, aber wenn das jemand macht, dann hat er meinen Respekt verdient, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wie ich hier die Lichtsituation managen soll. Was wäre, wenn ich komplett übertreiben würde? Ich weiß, da oben ist Glas. Die Glowstone fratze und auf das Glas mal, ja, mehr oder weniger pfeifen und dann hier so ein Außenrand machen würde. Wie sieht das aus? Ja, könnte man machen, muss man nicht machen, aber könnte man auf jeden Fall machen. Ich werde hier eh das Dings noch hier ein bisschen durchziehen. Oh, es ist ich will nicht sagen, dass es dunkel ist, aber es ist durchaus dunkel. Ja, das wird ein bisschen heller. Ja, ich glaube, ich mache das so. Ja, ich finde das gut. Dann werde ich ja halt den Quarz auch hier komplett ausbauen, glaube ich, damit es einfach ja so eine Fullness ist und damit man nicht hier die Flur-Außentextur, Dachtextur quasi hat, sondern schon seinen eigenen Sweetie-Style. Denn es ist nun mal das Master Bedroom und das muss epic sein. Ne? Ich glaube, jeder möchte sein eigenes Master Bedroom, wenn er schon ein Master Bedroom hat, ne? Ich denke, das haben die meisten. Ja, dann möchte er das auch richtig krass komplett haben, ne? Das wäre wie wenn man, keine Ahnung, wenn ein Rennfahrer sagt, hey, ich pfeife auf den ersten Platz, ich bin lieber Zweiter. Das ist dann auch nicht so das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Ich glaube, das ist ganz nett, so wie es jetzt ist. Dann werde ich hier einen Schrank hinbauen auf jeden Fall. Hier kommt, glaube ich, der Classic. Oh, schlecht. Warum ist der schwarz? Ich habe Angst. Damn it, Leute. Die Bilder sind wieder dunkel. Woran liegt das? Ich checke es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt... Achtung, ich gehe mal kurz den Shader. Und ich wechsle den mal zum Cooler. Und schnell... So, okay, wir sind zurück. Ich habe es kurz gefixt. Jetzt ist alles wieder hübschi. Ich freue mich sehr. Liegt einfach am Texturenpaket. Da muss ich halt dann mal kurz, ja, das reinladen. Das habe ich jetzt rausgeschnitten, denn ich muss sagen, es wäre dann doch, ja, unnötige Zeit. Ne? Und ich stehe ja nicht für unnötige Zeit. Ich stehe für coole Zeit. Für vielleicht sogar mehr als nur coole Zeit. Für epische Zeit. Ja. Wo ist denn hier? Genau, das hier brauchte ich. Und give me a second. I search for something. Und zwar for this beauty. Ey, this beauty. So. Schrank. Ich mache es etwas rustikal. Aber auch nicht too much. Wobei, ich überlege gerade. Ich fände es, glaube ich, cool, wenn hier dann so ein... wäre das cool? Weiß gar nicht. Ja doch, ich glaube, das ist ganz cool so, ja. I dig this, guys. Also, nehmen wir hier mal so. Zack. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es mache. Ich glaube, ja, ganz classy. Old School Style. Keine Ahnung, was ich hier gerade rede. Es ist nämlich kein Old School Style. Es ist mehr, ja, naturell modern. Naturell modern, würde ich eher sagen. Und es wird schon wieder, oh, es ist rainy. Ah, es ist rainy, es ist ekelhaft, es ist wirklich unschön, top, genau. Toggy. Make me toggy, like a froggy.
And that's amazing. Ich glaube, wir werden heute mal kein Talk-Thema unbedingt auswählen. Ich werde jetzt mal ein bisschen random reden. Über stuff and things, what just happening in the world. Beziehungsweise nicht in my world happening. Zum Beispiel die Aufnahme gerade eben. Die passiert gerade. Die tätige ich gerade. Die mache ich gerade. Ich verdiene quasi mein Brot in dieser Aufnahme. Ja. So. Wie sieht das aus? Es sieht in Ordnung aus. Jetzt ist hier oben natürlich super dunkel. Das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich will. Ne? Wenn ich sagen würde, weiß oder brown, was würde besser aussehen? Ich krieg trotzdem so einen schwarzen Strich. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber ich glaube, das Weiß sieht von Weißem, von Weitem ganz schön cool aus. Ja. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal so. Mir fehlt ein bisschen das Grüne, aber das werde ich gleich machen. Aber ich glaube, das sieht so ganz nett aus und schon wieder. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Die alten Mätzchen von damals kehren wieder zurück, aber naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das im nächsten Part aussieht. Welche Pflanze nehme ich? Ich würde gerne, glaube ich, wenn ich es finde. Noch einen Blick. Da. Botzol. Botzol nehmen und eine wunderschöne Pflanze, nämlich die hier. Und dann nicht das hier. Gib mir die. So, gib mir die. Gib mir die. Okay. Und just because we can, we're gonna put down some banners. Ja, yeah, some banners. Ich weiß noch nicht, welche Farbe. Vielleicht weiß. Weiß und orange sieht, glaube ich, knackig aus. Aber grün würde sich schön... Ah, oder blau. Oder lila. Ich glaube, magenta so. Ja, magenta wäre gar nicht schlecht. Wir gucken mal, wie das aussieht. Wow, das sind knallige, knackige Farben. Ich glaube, da werde ich mir dann hier so ein richtig dunkles Lila noch dazu gönnen. Hier so ein Purple. Zack. Zack. Okay. Magenta und Purple sind sehr ähnlich. Was wäre, wenn ich ein Grau hier hinsetzen würde? Ich glaube, das sieht nämlich auch ganz nett aus. Also ein Light Gray oder vielleicht sogar ein Dunkel Gray. Was haben wir? Light Gray ist mir zu wenig. Ja, ich glaube, das ist ganz nett. Damit kann ich gut leben. Ein Picture wäre ein bisschen schöner, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal den Dingens hier zu machen. Den Klempner. Den Klempner, okay. Ja, zack. Zack. Pretty boring. Pretty cool, but... Ich lasse es erstmal so. Hier werde ich erstmal den hier machen. Dann werde ich mir mal... Zack, zack. Das hier gönnen. Wo ist denn hier der Quarzi? Quarzi-Quarz, den brauche ich mal. So, dann gehen wir mal hier ins Inventation und gönnen uns... Puh, was gönnen wir uns denn noch hier? Wo ist er denn? Item-Thingy. Machen wir einen auf Laptop. Ja, das ist, natürlich sehr mächtig auf jeden Fall. Das sieht spektakulär aus, so, also... Keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein krasses Programm. Das ist ein Schneideprogramm. Der bearbeitet gerade coole Videos für seinen Pieps. Für seine Fanbase. Ja. So, hier ist noch sehr dunkel. Dann muss ich mal gucken, wie ich die Beleuchtung mache. Und Alter, ist schon 14 Minuten wieder vergangen. Beziehungsweise fast 14 Minuten. Finde ich ganz schön crazy. Boah. Damit wäre das auf jeden Fall ausgehöhlt. Dann brauche ich nochmal den Glowy. Den habe ich ja noch im Inventation. Ich kann kein Deutsch mehr, merke ich gerade so ein bisschen. Not the prettiest, but I think it's pretty okay. Nee, oder ich mache hier so ein... Hier, wartet, Bücherregal.
Entfernen, 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 entfernen. Bücherregal und... Oh, es ist ein bisschen helleres Holz. Ja, ich glaube, das wäre ganz nice. Ah ja, und ja, das sollte so passen. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So, und dann kann man hier, wenn man cool ist, Flower Topf und eine blaue Blume. Ja. So, hier hin tun. Und dann hier so schnicki, schnicki. Ganz hübsch was hin tun. Ich glaube, die gelbe wäre mal schön. Die Classic Gelbe. Die benutzt man sehr selten, zumindest ich. Ja, das ist sehr schön. Das ist, glaube ich, sehr schön. Vielleicht noch. Wartet mal. Das hier. Wo ist denn die Leiter? Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Ich habe vergessen, wo die Leiter ist. Wo ist die Leiter? Ah, da ist die Leiter. Okay. Ladder. Was suche ich denn? Ich suche gerade nach etwas. Ich habe es gerade leider vergessen, wonach ich suche. Ach ja, genau. Ich wollte eine Goldplatte. Genau, das wollte ich. Eine Goldplatte, ja. Na, bleib hier oben. So. Genau. Genau. Ach, verdammt, dann kann ich ja... So. Ich weiß nicht, die Holz... Hier kann ich halt leider nichts hinsetzen, which is quite a bit a bummer, but I can't change it. Aber ich glaube, das sieht ganz nett aus, so für ein Regal, so. Und da könnte man hier seine unsichtbaren Klamotten hin tun. Auf jeden Fall nett. Dann brauche ich noch... Oh ne, jetzt habe ich den Ding jetzt wieder weggetan. Ach, nehmen wir einfach ein bisschen heller. So. Ein bisschen Birkenholz. Das ist fast zu hell jetzt, ne? Das ist fast zu hell. Ja, ein bisschen dunkler. Ja. Ja. Dann hat man hier halt immer so ein kleines, nettes, charmantes Zimmerchen, was auf jeden Fall ganz cool ist. Dann hat man hier so seine, ja, Reading Area auf jeden Fall. Ich brauche nochmal einen Blumentopf, wenn ich einen finde. Zack, zack. Ja, ich finde so ein Gänseblümchen ist immer sehr schön, denn mit dem verbinde ich sehr viel. Ja. Den verbinde ich unglaublich viel. Ja. Unglaublich viel verbinde ich mit denen. So. Ja, ist doch ganz nett, oder? Oder so ein bisschen versetzt. So. Ja, ich glaube, das ist ganz schön. Ich glaube, das ist ganz gelungen. Auf jeden Fall. So, was wollte ich noch machen? Ach, verdammt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Nice, ich bin echt vergesslich in dieser Folge. Dammit. Ah, was wir noch machen, könnten wir übrigens hier so eine schöne Flower hinzusetzen. Und zwar orange, weil das zum Theme der Wand passt. Eigentlich müsste ich... Ach komm. Wartet. Etwas Besseres, was wirklich zum Theme der Wand passt. Also, im Licht sieht man jetzt fast keinen Unterschied, aber ich sehe den Unterschied. Und wenn die Map mal zum Download frei wird, werdet ihr den Unterschied auch sehen. So, jetzt natürlich noch ein Klassiker. Ich denke, es ist ja, mehr als nur klar, was jetzt kommen wird für ein Klassiker. Ich werde jetzt mit Absicht hier extra hier im Menü runterscrollen, bis wir jenes Item, wenn man es so nennen will, sieht und man sich sagt, wow, das ist krass, das ist richtig krass. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht übersehen. So, ein großer Insider. Den nur die ganz wenigsten kennen, den Insider. Aber, naja. Ich sehe, das Video ist supidupi lang. Ich würde sagen, ich beende die Episode. Nächste Folge werde ich hier noch ein bisschen weiter fertig bauen und dann werden wir wahrscheinlich moven. Und, ach ja, den Eingang muss ich auch noch schnell reinbauen, aber das dauert ja nicht lange. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr sagt, hey, es hat mir so gut gefallen, dann könnt ihr gerne nochmal abonnieren. Nochmal am besten mit eurem zweiten Account, den ihr ganz sicher habt. Und...
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder im nächsten Part und ja, haut rein. Ciao, Leute.